Ja, wer kennt das nicht? Ich wurde dick. Nein. Betritt niemals den Lichtschein von einer Scheißwaffe. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ab nach oben. Mal gucken. Ich komme rein, gut. Hier war was. Ah, Licht ausmachen. Ich beim ersten Mal aufnehmen dachte ich, hey, muss die Lampen anmachen, weil die sind an. Klug. Sehr klug, dachte ich mir dann gerade. Naja, aber wenn man jetzt hier Butterbötter hat und die ausmachen kann. Na gut. Nichts geschieht. Ach doch, die Tür ist aufgegangen. Wir sind so gut. G-U-T. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Tja. Nenne ich Sackgasse. Okay. Da weiter und weiter und Wand. Okay. Ich möchte mich, bevor ich die Schuhe einsetze, erstmal in dem so weit betretbaren Schloss umschauen. Ja, das will ich. Weil ich glaube, irgendwie irgendwas war hier doch noch. Okay. Man sieht, dass man die eintreten kann, weil die so kleine Risse haben. Irgendwas war noch an der... Ich weiß noch mal nicht aus dem ersten Mal spielen oder dem zweiten Mal spielen oder dem mehrmal spielen, dass ich irgendwas noch machen muss, außer den bescheuerten Sachen ausweichen. Hier war wohl der Thron. Da kann man rein, okay, das muss auch werden. Okay, ich hätte vorbeirennen können. Ja. Ah. Ich dachte, ich muss gleich hüpfen. Ja, ist klar. Sogar beim ersten Mal, nicht beim 10.000. Mal runterfallen. Ja. Und irgendwie im Grunde, nein, bin ich auch froh darüber, dass ich das nochmal aufnehmen darf. Ging es hier weit? Nein, hier geht es nicht. Doch, da ging es noch weiter, oder? Mal gucken. Geht es weiter? Ja, hier geht es weiter. Ich glaube, ich komme hier sowieso noch rein. Da sind Truhen. Ich will die Truhen. Wie komme ich an die Truhen? Und wie? Und ein Truhi. Eine Gedeckknolle, die nehme ich doch gerne mit. Und Geld, das hat mich, habe ich auch mit. Das stoße ich nicht weg. Es geht immer weiter runter. Okay, wir sind in einem Abwasser. Warum haben alle Schlösser hier so Abwasserkanäle, ohne dass sie einen Burggraben haben? Draußen war doch die Uhr hat ja einen Buchraum, ne? Ja, hatte. Okay, so weit, so gut. Ja, ich diesmal auf Anhieb richten? Ja, eine neue Waffe. Du mal was, ne? Also, die geht 18 hoch, die 8. Oh, warum nehme ich denn denn? Ich hatte diese Waffe drin. Oh, kommt. Ist doch nicht mehr lustig.
irgendwie. Habe ich dann auch noch schlechte. Ja, habe ich. Ich möchte gerne den nächsten. Nein, 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 nein. Nein, Fluffy. Gut, ich muss wieder so wieder raus. Gut, dass ich dann da gleich nochmal vorbeikomme, wo ich jetzt gleich hin will. Ich möchte nämlich noch über diesen anderen Abgrund rüberhüpfen, den ihr bestimmt auch gesehen habt. Müsstet. Haben tut gut. Was wird uns in diesem Schloss erwarten? Ich weiß, wir brauchen die Schuhe. Die haben wir jetzt auch geholt. Aber was? Was hat das mit Wong auf sich? Ist Wong gut? Ist Wong böse? Müssen wir ihn töten? Ups. Ist noch runterfallen? Müssen wir jetzt noch runterfallen? Hawkin! Brr. Fallen wir noch tausendmal runter. Dann hat es sich erst richtig gelohnt. So sollte es aussehen. Aber ich hab's geklappt. Ich glaube, ich werde zum ersten Mal die Turbo-Schuhe einsetzen. Funktioniert nicht. Okay, ich bin blöd. Das hat also nichts mit dem Rissen auf sich. Oh, das war noch blöder. Ah. Oh. Nein! Da lenkt man nur ganz kurz. So. Wir möchten sowieso an den Anfang, also kann der Typ uns auch ruhig erwischen. Dankeschön. Das ist ja nicht mehr der Aufwand. Und okay. Oh oh. Oh oh. Okay. Okay. Ja. Den Part schaffe ich meist nie. Das schon wieder Gas, Wasserpötte, aber können wir mal? Diesmal können wir die Wand einreißen. Gut. Oh nein, die laufen. Oh nein. Die war die Verschluss. Okay, da war eine, keine Sackgasse, sondern einfach nur drumherum. Hier ist eine Tür. Hier geht es weiter nach da, da geht es zu den Typen. Hier ist kein Raum mit irgendeinem Schatz. Okay, dann können wir auch wieder nach oben gehen. Ja, das war knapp, fand ich jetzt mal so. Okay, wir haben links und einen Rechtsraum und in der... Gehen wir mal nach links und dann nach unten. In den Kerker. Gehen wir da hin und finden einen Schatz, einen Kristall. Und das, was ich immer so lange da steht, sie haben einen Kristall gefunden. 3 Jahre später müssen sie weiterlaufen. Melina? Ich kann mich nicht bewegen. Bitte, hilf mir. Melina, ich suche ein Seil. Warte. Ein Seil. Gib mir ein Seil. Irgendwas? Oh fuck, Melina. Den Schwein werde ich mit Felle bei die Ohren ziehen. Vielleicht ist da oben noch was.
Irgendwas. Im rechten Raum. Melinda, wir retten dich. Irgendwie. Wow. Bitte ein Seil oder. Ich kann mal runterfallen. Ich fall mal runter. Hier steht man. Wie krieg ich Melinda? Wie kann ich sie retten? Wir in den quietschbunten Hosen. Wir retten jetzt Melina. Ich springe einfach und wir fallen runter und dann landet sie auf mir. Ja, ich weiß, du Hilfe. Hilf mir. Aber hat sie denn die Augen offen? Wir helfen dir jetzt. Du kleines Miststück. Das hast du jetzt erfahren. Der hätte es nicht rumlödeln sollen. Fühlst du Reue? Kein Stück. Was? Du miese kleine Hexe, lass mich hier raus. Sofort. Was? Du wagst es? Du bist ein kaltherziger Dummbeutel. Nebenbei, ich arbeite für Mr. Wong. Oh, Mr. Wong? Er gab mir den Befehl, Errol für immer in diesem dunklen Kerker gefangen zu fangen. Errol wird hier sterben und verrotten. Dann fühle ich mich besser. Aber ich habe gedacht, du liebst mich, dann darfst du dich doch gar nicht besser fühlen, wenn ich sterbe. Nein, Gänse! Blöde Kuh. Ich wusste es. Wir durften ihr nicht, dürfen ihr nicht vertrauen, diese miese kleine Giftmotte. Ach so. Ach so. Meine kleine Zwergendame ist eine Frau. Die sieht witzig aus. Dann nimmst du die doch, anstatt dauerhaft zu quatschen. Sollten wir lieber hier einen Ausweg suchen. Hey, immer locker. Bleib nur keine Panik. Gute Güte. Warum habe ich immer mit Dummköpfen zu tun? Oh Mann, ich bin super sauer. Ich bin hingefallen, aber mir geht's gut. Mich kann man noch essen. Melina 2? Melina? Was machst du da? Roy? Wong? Puh, endlich habe ich dich gefunden. Du führst etwas auf Schilde. Du wirst König... König Olaf? Du willst König Olaf meucheln. Ich suchte dich überall, Melina, auf Stockholm. Olaf ist tot. Du Schuft, hast meine Eltern und alle Dorfbewohner umgebracht. Was? Stimmt nicht. König Olaf sammelte Informationen. Ohne Erfolg. Nun ist es meine Aufgabe, mir zu Informationen und Geld zu liefern. An wen? Das ist das Gleiche. Ich weiß nicht, wer hinter dir steht. Aber deine Leute ermordeten unschuldige Menschen. Malore, das spielt doch keine Rolle. Wer im Weg steht, stirbt. Eines Tages werden nur noch die richtigen Leute leben. What? Du interessierst dich für den Schatz. Dieses Dörfchen? Genug gequatscht. Genug Quatsch geredet. Sag jetzt die Wahrheit. Überleg es dir gut. Ich will dir nicht wehtun müssen. Hey, Wache. Pass auf das Mädchen auf. Ja, ich bin Roy. Kennst mich noch, ne? Ich traf dich auf dem Schloss Loire. Loire. Du warst ein Bewerber um die Hand der Prinzessin. Zusammen mit diesen Männern hier, oder? Wer weiß? Ich bin ein Vagabund, der für eine Handvoll Taler schuftet. Das heißt, Söldner. Ich schlage Frauen nur ungern. Halt also die Klappe. Da! Wir schlafen einfach mal eine Runde. Macht ja auch Sinn. Ne?
Wir sind da nicht gerade irgendwie enttäuscht worden oder sonst was oder eingekeckert worden von so einem kleinen blöden Blag. Ups, ich bin an mein Mikrofon gekommen. Ah, egal. Hey, Errol. Hey, Errol. Hör auf zu schmollen. Jetzt hab ich die Stimme wieder. Ich höre oben etwas. Na und? Wer soll uns helfen? Diesmal haben wir den Kürzungen gezogen. Wenn es dir so gut gefällt hier, will ich nämlich nicht beklagen. Ich dachte, wir lassen uns etwas einfallen, anstatt herumzujammern. Ein Geräusch. Ein Geräusch, nun lass es uns ausprobieren. Ein Geräusch, nun lass es uns ausprobieren. Ist da jemand? Ja, klar, hier. Hi, ich bin's. Errol, wer bist du? Errol, echt? Ich bin es. Ich bin es, Freida. Warte, ich befreie dich. Freida, du bist toll. Nimm diese Kette und klettere dann nach oben. Okay, warte. Okay, ich bin bereit und... Wow! Du hast dich nicht sehr geschickt angestellt. Was ist geschehen? Mylin. Nichts Besonderes. Dieser unnütze Knopf ist an allem schuld. Nun gut. Doch was treibt dich denn hierher? Es ist gefährlich hier. Warum bist du hier? Naja, Mai sind wir gekommen wegen dem Flugzeugteil. Dann haben wir Melina gesehen. Ich weiß nicht. Wir retten Melina. Weil sie davon geträumt hat. Du sagst, dass Prinzessin Melina war hier, als du im Fieber lagst. Ich fand mich plötzlich hier wieder. Ich weiß nicht warum. Aha. Das stimmt. Dann stimmt alles überein. Du machst mir Mut. Die Prinzessin ist nicht hier, aber im Westflügel. Ich gehe in den Ostflügel, sei vorsichtig. Noch schneller! Ah, ich überhole dich. Warte, sie ist jetzt im Ostflügel. Ah. Dann werden wir in den Westflügel gehen. Bim, 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 bim. Die Tür haben wir geöffnet, doch quasi. Fehlt irgendwo ein Schalter? Irgendwas irgendwo. An der Statue, um die Statue rum. Wir müssen auf der Seite ran. Auch nicht. I'm verwirrt. A little bit verwirrt. Ah. Nicht mal irgendwo Buchständer, wo was drin steht, so ja, hier müssen sich jetzt recht kaufen. Hm.